Hallo zusammen, ich melde mich zurück mit einem neuen Fünfzylinder-Video. Wir sind hier allerdings jetzt in der neuen Halle. Wir sind umgezogen mit der Firma und haben jetzt doch durchaus mehr Platz zur Verfügung. Heute an dem RS Q3 von 2020 wollen wir unsere Klappensteuerung CB2 einbauen. Die wird über die originalen Bedientasten im Innenraum gesteuert. Ich zeige euch gleich ein paar Bilder zu der Montage und dann machen wir mal einen Soundcheck vom Sound vorher und nachher und fahren eine Runde. Viel Spaß! Wie ihr gerade gesehen habt, wurde die Klappensteuerung CB2 hier in diesem Bereich verbaut. Das Ganze ist innerhalb von 30 bis 45 Minuten verbaut. Wenn man es selber das erste Mal macht, braucht man ein bisschen länger gegebenenfalls, weil man sich erstmal trauen muss, diese Kunststoffteile zu demontieren. Sonst kann das einem aber auch jede freie Werkstatt einbauen. Das Ganze ist Plug and Play ausgeführt. Im nächsten Step gehen wir mal auf die Funktionsweise ein. Das Ganze machen wir jetzt im Fahrzeug. Also wir haben hier den RS Q3 von 2020 als Sportback. Der hat auch den 5-Zylinder mit 400 PS, eigentlich genau der gleiche Motor wie auch im RS3 drin ist. Und auch der Wagen hat mittlerweile neues Modell, den Autopartikelfilter, was entsprechend auch Auswirkungen auf den Sound hat. Im ersten Step zeige ich euch jetzt mal kurz, was wir hier im Drive Select alles einstellen können und was das für Auswirkungen auf den serienmäßigen Sound am Ende mit sich bringt. Dazu starte ich jetzt erstmal den Wagen. Wir haben hier vier verschiedene Profile. Im Vergleich zum RS3 gibt es hier zusätzlich noch den Efficiency-Modus. Ob man den bei einem RS-Modell wirklich braucht, sei mal dahingestellt. Soundtechnisch ist es so, dass sich zumindest im Stand erstmal nichts unterscheidet zwischen Efficiency, Komfort und Auto. In all den Modi sind die Klappen hinten einfach geschlossen. Ja. Hört sich so an, also es ist egal, wo ich jetzt drin bin. Die Klappen bleiben zu. Gehe ich im Stand jetzt auf den Dynamic-Modus, gehen die Klappen auf. Es ist aber so, das ist jetzt nochmal anders programmiert als beim RS3, dass jetzt hier die Klappen, wenn ich hochdrehe, zugehen. Ja? Also der wird dann im Stand nochmal was leiser. Ich hoffe, man kann das ganz gut hören. Also so, ich sag mal so bei 2,5, knapp unter 3 schalten die zu. Und wenn man dann wieder runter tut, gehen sie wieder auf. Ich mache das jetzt nochmal. Klack. Und wieder Klack. Ja, sollte man auf dem Video eigentlich hören. Zusätzlich haben wir jetzt hier noch die RS-Modi 1 und 2, die wir auch konfigurieren können. Hier drunter findet man dann, was den Sound angeht, den Punkt Motorsound und kann jetzt zwischen dezent, automatisch und präsent auswählen. Im Prinzip ist es eigentlich Dynamic, Auto und Komfort. Ja, das sind im Prinzip eigentlich die drei Punkte, die sind hier nur etwas anders benannt. Bedeutet auch jetzt im Stand, wenn ich hingehe auf automatisch oder dezent, sind die Klappen geschlossen. Gehe ich auf präsent, sind die Klappen erstmal auf, drehe ich aber hoch, gehen die Klappen zu und jetzt sind sie gerade wieder aufgegangen. Das betrifft jetzt erstmal die Serie. Zusätzlich hat der Wagen noch so einen Soundgenerator, sage ich jetzt mal. Wenn man den Wagen etwas länger fährt oder vielleicht auch mal ein altes Modell gefahren ist, hört man den immer wieder oben rum vor allen Dingen. Der hat halt verursacht so eine Akustik, die halt ein bisschen unnatürlich ist. Wir lassen den hier aktiv, wir deaktivieren hier nichts. Ich zeige euch das gleich beim Fahren, wie sich das gesamtheitlich dann anhört. Noch ein letzter Punkt, weil das erledigt auch immer unsere Klappensteuerung noch mit, ist die Start-Stopp-Automatik. Serienmäßig ist es halt so, wenn ich die deaktiviere und mache den Wagen jetzt aus und wieder an, dann ist die wieder aktiv, also das Lämpchen ist hier wieder aus. Das bedeutet, man muss die eigentlich jedes Mal nach dem Fahrzeugstart wieder deaktivieren, wenn man sie halt nicht haben möchte. Ein letzter Punkt noch kurz zum Sound. Auf Dynamic hatten wir ja gerade gesehen, dass die Klappen im Stand eigentlich offen sind. Wenn ich aber den Wagen ausmache und wieder starte,
Dann sind auch im Dynamic die Klappen jetzt im Stand geschlossen, obwohl hier Dynamic eingelegt ist, weil Audi das jedes Mal nach Fahrzeugstart resettet. Also jetzt sind die Klappen gerade zu. Ich müsste jetzt also hingehen, damit ich jetzt wieder den maximalen Sound serienmäßig bekomme, müsste ich einmal quasi das Drive Select switchen. Ich gehe auf Auto, Klappen sind zugeblieben, ich gehe wieder auf Dynamic und jetzt habe ich die Klappen wieder offen. Ja? Damit lege ich wieder aktiv quasi das Dynamic-Profil ein. Gut, das zur Serie. Jetzt gehen wir mal hin und aktivieren das Modul. Das geht über 10 Sekunden gedrückt halten der Start-Stopp-Taste. Wir halten die Taste gedrückt und irgendwann switcht jetzt gleich von alleine die LED als Feedback wieder um und dann wissen wir, dass das mit dem Aktivieren geklappt hat. Genau jetzt, ja, das heißt ab jetzt ist das Modul von uns aktiv. Was verändert sich? Im ersten Step zeige ich euch jetzt mal die SSR-Memory. Bedeutet, ich mache die einmal aus, mache den Wagen aus und starte den Wagen wieder und sofort nach Fahrzeugstart deaktiviert sich jetzt die Start-Stopp-Automatik wieder von alleine. Ja, wir haben jetzt halt einfach eine zusätzliche Memory-Funktion. Weiterhin ist es jetzt so, jetzt müssen wir hier nochmal drauf schauen, dass wir jetzt auf Dynamic die Klappen immer offen haben. Auf Auto sind die Klappen zu und öffnen bei 3000 Umdrehungen oder 80% Gaspedalstellung. Bei Komfort sind die Klappen zu und öffnen bei 4500 Touren oder 80% Gaspedalstellung. Und Efficiency ist immer identisch zum Komfortprofil. Ja? Das heißt, damit können wir jetzt auch mal rumspielen. Im Stand bedeutet jetzt zu, Komfort ist auch zu, Efficiency bleibt ebenfalls zu. Wenn ich jetzt aber auf Dynamic gehe, beziehungsweise wenn ich jetzt auf Dynamic gehe, gehen die Klappen im Stand auf und die bleiben auch auf. Jetzt machen wir mal kurz einen Soundcheck. Ja, man hört jetzt nicht mehr dieses Schalten wie gerade, sondern der Sound bleibt die ganze Zeit maximal erhalten. Auf dem Automodus klappen erstmal zu, wenn ich jetzt hochdrehe. Bei 3000 Touren gehen die Klappen halt auf und Komfort und Efficiency kann ich jetzt nicht vorführen, weil ich komme nicht über 4500 Touren. Deswegen lassen wir das auch in dem Zuge, Klappen sind geschlossen. Die gleichen Punkte finden wir jetzt auch wieder unter den RS-Profilen. Das heißt, wenn ich hier wieder auf RS gehe, kann ich unter dem Punkt Motorsound wieder wählen zwischen dezent, automatisch und präsent. Wenn ich jetzt auf Präsent gehe, Klappen dauerhaft geöffnet, gehen auch im Fahrbetrieb nicht mehr zu, automatisch und dezent identisch zu Auto und Komfort. Weiterhin ist es so, dass das Modul jetzt auch alles abspeichert, das heißt, es wird im Hintergrund nichts mehr resettet. Wenn man einmal die Klappen offen hat, bleiben die auch immer geöffnet und gehen nicht mehr zu. Für die Leute, die jetzt noch unabhängig vom Drive Select die Klappen steuern möchten, können wir über einen Doppelklick auf die ESP-Taste die Klappenstellung immer umkehren. Ja? Also jetzt im Moment sind wir auf Motorsound präsent, bedeutet Klappen offen. Mache ich einen Doppelklick auf die ESP-Taste, gehen die Klappen zu. Mache ich wieder einen Doppelklick auf die ESP-Taste, gehen die Klappen wieder auf. Auch das merkt sich das Modul und speichert alles ab. So, das Ganze hören wir uns jetzt gleich mal beim Fahren an. Vorher machen wir noch eine kurze Aufnahme, Sound vorher, nachher im Stand und dann düsen wir eine Runde. Bis gleich. Jetzt drehen wir mal eine Runde mit dem RS-Q3. Kurz vorweg noch, der Wagen hat aktuell erst 725 Kilometer auf der Uhr. Also der ist jetzt noch nicht so wirklich eingefahren. Und es ist tatsächlich so, das hat die Erfahrung gezeigt bei den anderen 5-Zylinder-Modellen auch, die sehr vergleichbar sind wie der RS-3, dass die Anlage so bis 2.000, 2.500 Kilometer je nach Fahrweise noch mal ein gutes
Stück insgesamt lauter wird von der Akustik. Das hat jetzt nichts mit unserer Klappensteuerung zu tun. Die kann man auch ab Kilometer 1 direkt einbauen. Dadurch wird die Einfahrphase auch nicht verschlechtert, aber auch nicht verbessert. Grundsätzlich ist dafür immer gut, dass man eigentlich ordentlich Gas gibt, irgendwann ab 700 oder 1000 Kilometern, je nachdem. Und genau, dann wird die Anlage nochmal einen Ticken lauter insgesamt. Die Spreizung jetzt zwischen Klappe zu und Klappe offen ist halt schon vorhanden. Und wir sind jetzt gerade mit aktivem Modul unterwegs. Ich bin vorher mal eine längere Strecke gefahren in Serie, um mir mal auch einen Eindruck davon zu bekommen, wie sich das Ganze halt serienmäßig anhört. Bin viel auf dem Dynamic-Modus gefahren, um da halt festzustellen, in welchen Bereichen die Klappen zuschalten. Und es ist auf Dynamic tatsächlich so, im Stand hatten wir ja schon gesehen, dass die Klappe beim Hochdrehen zugeht. Und wenn ich jetzt anfahre, geht eine Klappe ab dem zweiten Gang zu. Und im Teillastbereich ist der Wagen wirklich ziemlich verhalten serienmäßig, ohne Klappensteuerung, weil die Klappen halt erst bei höherer Last und höherer Drehzahl beide komplett aufmachen. Jetzt im Moment Modul aktiv. Ich bin im Dynamic-Modus, habe aber über den Doppelklick mit der ESP-Taste die Klappe zugeschaltet, dass man jetzt einfach gerade mal die ruhige Akustik hat. Jetzt gehe ich mal hin und mache die Klappen auf. Und man hört direkt, wie der Sound präsent ist. Jetzt machen wir sie nochmal zu. Jetzt gleich, wenn ich nochmal ein bisschen unter Last bin, dann kann man den Unterschied besser hören. Sofort, wie es dann leise wird. Jetzt machen wir sie wieder auf. Ja, also der ist jetzt auch unten rum. Ich bin jetzt halt nicht auf dem Getriebe auf S, sondern auf D. Das heißt, er dreht jetzt auch nicht besonders hoch. Wir sind immer so um die 2.500 Touren, so wie das Getriebe halt schaltet. Und da ist serienmäßig mindestens eine Klappe zu. Und jetzt haben wir halt dadurch die dumpfe Akustik, müsste man jetzt eigentlich sehr gut hören können. Wir haben hinten am Fahrzeug ein Mikro angebracht. Also die Stärken von dem System, so wie eigentlich bei allen Fahrzeugen, ist halt wieder im Teillastbereich, weil wenn ich voll reintrete, irgendwann oben rum sind halt auch serienmäßig schon die Klappen offen. Aber in den Fahrbereichen, wo man 90% der Zeit unterwegs ist, und das ist nun mal Teillast und man cruist, ja, und da möchte man den Sound haben, und genau da sind die Stärken von dem Modul, weil ich jetzt einfach die ganze Zeit die Akustik von hinten habe, von den Klappen, was halt serienmäßig nur relativ dezent rüberkommt. Beschleunigen wir mal von unten raus. Also der marschiert schon ganz gut. Ich habe jetzt nicht komplett durchgetreten, weil der Wagen noch nicht 100% eingefahren ist. Aber da ist jetzt kein großer Unterschied zu den vergleichbaren Modellen. Und obenrum ist er halt schon auch relativ böse. Ich finde sogar, dass der Wagen ein bisschen lauter ist als der RS3 mit OPF. Da habe ich immer einen guten Vergleich zu, weil ich den selber fahre, den Wagen. Man merkt aber, dass obenrum auch hier der Soundaktuator im Innenraum ein bisschen präsenter wird. Aber das ist halt, da ändert sich mit dem Modul sowieso nicht wirklich was, weil auch ohne das Modul sind die Klappen obenrum halt offen. Und wie gerade schon gesagt, untenrum, da hat man jetzt einfach mehr noch den tiefen, bassigen Sound. Ich spiele jetzt gerade mal ein bisschen mit dem Gas. Rum zwischen 2.000 und 3.000 Touren. Ja, jetzt hatten wir gerade, das ist schon sehr, sehr bassig jetzt im Vergleich zur Serie. Wir sind jetzt gerade an einem kleinen Berg. Ich bin jetzt auch im Getriebe manuell auf 5 gegangen, um die Drehzahl konstant zu halten. Jetzt kann man sich das mal anhören von der Spreizung. Zack, Klappen zu. Wieder auf. Ja. Also man hört schon sehr stark, wie dumpf das Ganze wird mit offenen Klappen. Und das ist halt das, was serienmäßig dann unten oben fehlt und mit dem Modul halt dazu kommt. Die letzten Funktionen halt nochmal, also die Speicherfunktion von dem System, dass halt
die Klappenstellung und auch die Start-Stopp-Automatik so gespeichert bleibt, wie man es eingestellt hat. Hat halt auch den Vorteil, dass man nach dem Fahrzeugstart dann nicht erstmal wieder alles durchschalten muss. Ich denke mal, die meisten RS-Fahrer kennen das. Man startet den Wagen am nächsten Tag oder nach einem Tankstopp oder wie auch immer. Das erste, was man macht, Drive Select einmal durchschalten und die Start-Stopp-Automatik ausmachen. Das erspart einem das System jetzt komplett. Im Moment sind wir auf Dynamic unterwegs. Ich halte jetzt mal eben kurz an. Klappen sind offen. Start-Stopp-Automatik ist auch deaktiviert. Wagen aus und Wagen wieder an. Geht nur in P. So, Start-Stopp-Automatik hat sich von alleine deaktiviert und konnte man hier im Display sehen. Und die Klappen sind offen geblieben. Das heißt, man muss hier nicht jetzt wild rumdrücken, sondern hat direkt wieder, wie man es hört, maximalen Sound. Jetzt bin ich gerade mal auf Komfort unterwegs und was wir auch hier in dem Modul noch implementiert haben, wie auch bei den anderen Fahrzeugen zum Teil, ist die Getriebe-S-Erkennung. Das heißt jetzt gerade Komfort-Modus, Klappen eigentlich bis 4.500 Touren geschlossen. Sobald ich aber das Getriebehebel nach hinten ziehe, gehen sofort beide Klappen hinten auf. Ja. Das ist halt für die Leute, ich sag mal, die viel auf Komfort fahren und es gemütlich haben wollen, aber gerade mal durchbeschleunigen möchten, kurz Ganghebel nach hinten ziehen auf S, sofort maximaler Sound, Klappen beide zu 100% immer geöffnet. Jetzt gehe ich mal wieder zurück auf D und sofort ist der Wagen leise.